Hallo zusammen und willkommen. Während auf der heimischen Toilette in der Regel ein gewisser Hygienestandard selbstverständlich ist und dieser auch auf öffentlichen Toiletten gelten sollte, wissen wir alle, dass die Benutzung einer öffentlichen Toilette häufig eine unästhetische und unangenehme Angelegenheit ist. Viele dieser Toiletten sind tatsächlich sichtbar verschmutzt, mit unangenehmen Gerüchen belastet oder aber man verbindet mit ihnen Keime von Vorgängern, die ein erhöhtes Risiko für die eigene Gesundheit darstellen. Obgleich Männer im Verhältnis zu Frauen wohl eher weniger Probleme mit der Benutzung einer öffentlichen Toilette haben dürften, da sie zumindest das kleine Geschäft mit einem Sicherheitsabstand auf Pissoirs verrichten können, kommen aber auch diese schnell an ihre Grenzen, wenn es um die Benutzung zur Verrichtung des Großen geht. Ganz besonders betroffen sind allerdings Frauen. Nicht nur der Gedanke daran, sich auf die Toilette setzen zu müssen, auch das Öffnen der Toilettenbrille wird zur Herausforderung, die nicht selten durch Verrenkung und verschiedenste Hilfsmittel bewerkstelligt wird. Eine weit verbreitete Maßnahme zum Schutz vor direktem Kontakt mit der Klobrille ist dann, diese mit Toilettenpapier abzudecken. Doch die Wahrheit ist, dass dies nicht der beste Schutz ist. Toilettensitze sind durch ihre spezielle Form und ihre Oberfläche so konstruiert, dass sich Keime verglichen mit anderen Dingen auf öffentlichen Toiletten dort schlechter festsetzen können und daher kein erhöhtes Risiko darstellen. Das Klopapier zum Abdecken zu verwenden stellt nicht selten die weitaus größere Gefahr dar, denn nach jedem Spülvorgang, bei dem die Klobrille nicht heruntergeklappt wurde, wird die Umgebung eben auch das Papier mit Bakterien belastet. Darüber hinaus müssen Keime beim nächsten Benutzer erst einmal über dessen Hände in den Mund gelangen, um eine Krankheit auslösen zu können. Die weitaus höhere Belastung von Keimen auf öffentlichen Toiletten finden sich vor allem an Drehgriffen von Wasserhähnen und den Türklinken. Um dennoch einen gewissen Schutz zu gewährleisten, kann selbstverständlich das Geschäft schwebend verrichtet werden, was jedoch ein potenzielles Risiko für danach folgende Benutzer darstellt, da vielleicht doch etwas daneben gehen kann. Besser geeignet sind daher mitgebrachte Desinfektionstücher, Desinfektionssprays oder Desinfektionsmittel in kleinen Flaschen. Auch Bodenkontakt sollte vermieden werden, da dieser oft kontaminiert und unsauber ist. Es empfiehlt sich also, Taschen nicht auf dem Boden abzustellen oder gar die Hose oder den Rock ganz sinken zu lassen. Eines der wichtigsten Dinge ist jedoch das gründliche Händewaschen mit Seife. Mit einem kleinen Stück Papier kannst du beispielsweise den Wasserhahn zudrehen oder die Türklinke anfassen und die Tür öffnen. Auch Ellenbogen und der Unterarme helfen bei der Entriegelung der Tür. Vermeide dennoch, deine Hände zum Mund zu führen, zumindest so lange, bis du diese desinfizierst oder nochmalig in gewohnter Umgebung gewaschen hast. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du deine Meinung zu diesem Thema mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.